Rolf Fuß begrüßt Sie sehr herzlich, liebe Zuschauer. Frank Buschmann ist auch mit dabei. Auch von meiner Seite hallo. Ich glaube, das wird heute eine interessante Angelegenheit. Die heutige Partie Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Und so gehen es die Hannoveraner an. Sie treten ihn heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Es riecht noch alles so neu hier im Banda Metropolitano, Buschi. Ja, das liegt daran, dass alles noch ganz neu ist, Wolf. Wurde ja erst im Herbst 2017 eröffnet, dieses Stadion hier im Osten der spanischen Hauptstadt. Einige Fans von Atletico waren ja nicht wirklich zufrieden mit dem Umzug. Die hingen einfach am alten Stadion. Aber ich glaube, das ist genau die richtige Entscheidung. Das ist eine tolle Arena. Clubs wie dem VfL Wolfsburg wird ja oftmals mangelnde Tradition vorgeworfen. Kritiker sagen, dass es sich hier eher um ein Projekt, denn um einen eigentlichen Fußballverein handelt. Naja, das ist keine einfache Kiste. Man muss aber schon sagen, dass der Verein als solches ja schon seit 1945 existiert. Also es gibt die Wölfe seit mehr als 70 Jahren. Das wird auch ganz gerne mal vergessen. Das war der Anstoß. Der VfL Wolfsburg hat dieses Spiel eröffnet. Jetzt müssen sie aufpassen. Karaman, das ist noch gefährlich. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Der Ball geht weit daneben. Also das hätte er sich besser gespart. Ja, und die Teamkollegen sind auch nicht besonders glücklich damit. Hätte er abspielen müssen. Camacho. Didavi. Wolfsburg kommt über den Flügel. Jetzt die Flanke. Da hat der Abwehrspieler gut mitgespielt und fängt den Pass ab. Und Kuba. Guter Ball nach draußen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Schwegler. Marvin Bakalos. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Schuss war nicht gut. Kein Problem für ihn. Didavi. Origi. Marvin Bakalos. Verhaag. Maximilian Arnold. Camacho. Das war einfach. Und er hat den Ball. Marvin Bakalos. Wird's jetzt gefährlich? Schießt er ihn rein?
Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Das wird Abstoß geben. Maximilian Arnold. Origi. Didavi. Das könnte die Chance werden. Hereingabe jetzt. Schönes Pressing jetzt. Jonatas. Er schießt. Die Defensive steht. Jetzt wird's gefährlich. Ja, da ist Platz jetzt. Ballverlust. Marvin Bakalorz. Und nun ein Schuss. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Mali. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Didavi. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Nee, das lässt er nicht durchgehen, es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Er kann nicht weitermachen. Jetzt der Wechsel. Ja, da war die Verletzung wohl doch zu schlimm. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Nee, nicht wenig, Wolf. Nix, gar nix. Und das war auch nix. Albornoz. Schmiedebach. Jetzt wieder der VfL am Ball. So, was machen sie draus? Jetzt ist es vorbei. Masoer. Die Führung also für Wolfsburg. Korb. Schwegler. Das könnte gefährlich werden. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Da geht er dazwischen. Basoe. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Toller Pass. Jetzt wird's gefährlich. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Da muss er runter. Und der Freistoß könnte auch noch richtig gefährlich werden. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee.
Spitze gemacht. Das war knapp. Wenn er den Schuss einen Tick tiefer ansetzt, dann wird's noch gefährlicher. Ein richtig guter Versuch, aber der Ball geht über das Tor. Albornoz. Das frühe Stören jetzt. Das könnte die Chance werden. Da kommt die Flanke. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Die Vokorigie. Klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Was für eine Chance. Und da machen sie überhaupt nichts raus. Das war kein guter Versuch, das war harmlos. Marvin Bakalos. Pass auf die Außenbahn. Jonatas. Und er schießt. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Arnold. Maximilian Arnold. Da gewinnt er den Zweikampf. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Marvin Bakalos. Wird's jetzt gefährlich? Pasoe. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Weiter gefährlich hier. Jakub Wojcikowski. Schmiedebach. Könnte eine Gelegenheit werden. Geht er rein? Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Arnold. Basoe. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt der Schuss. Da zieht er ab. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Felix Klaus. Jonatas. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und trotz Unterzahl ergeben sie sich nicht ihrem Schicksal. Klasse Mannschaftsleistung, die hängen sich wirklich rein und damit ist der Treffer natürlich auch verdient. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Das könnte gefährlich werden. Jonatas. Felix Klaus. Noch ist nicht Schluss. 4 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Karaman. Er versucht's. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Da muss er jetzt verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ja, drücken wir hier auch von hier oben die Daumen, dass er sich nicht schwerer verletzt hat. Und Camacho. Gibt's jetzt die Gelegenheit?
Yannick Gerhardt. Hereingabe jetzt. Immer noch gefährlich. Schmiedebach. Jonatas. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Hereingabe. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1:1. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Weiter geht's. Zweite Hälfte kann losgehen. Hier im Wanda Metropolitano. Jetzt müssen Sie aufpassen. Marvin Bakalos. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Und Eckstoß. Der Schuss war super, aber die Parade aus Sicht des Schützen leider noch besser. Hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Der Ball kommt rein. Karaman! Kein besonders guter Abschluss. Ballverlust. Er passt ihn auf den Flügel. Ball kommt rein. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Kein guter Volley. Na, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Albornoz. Und Camacho. Gut den Ball hier. Das könnte die Gelegenheit geben. Gute Chance. So, die Führung. Ja, Rolf, jetzt haben wir das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Den Ball macht er natürlich. Ja, das war nicht wirklich schwierig aus der Distanz. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt liegen die Wölfe hier vorne, das spielt ihnen in die Karten. Karaman. Korb. Gut verteidigt hier. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Jetzt die Flanke. Guter Pass, das könnte Chance werden. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Albornoz. Karaman. Und das ist der Ballverlust. Schönes Zuspiel. Da ist die Flanke. Gute Hereingabe. Schön, was machen Sie draus? Den hält er. Und jetzt ein Wechsel bei den Wölfen. Jetzt kommt die Ecke. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Ja, da müssen Sie aufpassen. Gilavogi.
Und da ist der Ball wieder weg. Waschikowski. Jetzt! Hier gibt es den Freistoß für Wolfsburg. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. Felix Klaus. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. So langsam wird es gefährlich. Da steht die Abwehr sicher. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Gibt Eckstoß für Wolfsburg. Der Ball kommt rein. Szene ist noch nicht vorbei. Jakub Waschikowski. Fängt diesen Ball ab. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jonatas. Schießt er ihn rein. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Es geht weiter mit einem Abstoß. Und Camacho. Fasoe. Ja, das macht er gut. Jetzt wird's gefährlich. Tor, das sieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so wollte. Aber es passte perfekt. Unhaltbar. 3:1 heißt es also jetzt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Die Defensive steht. Verhaag. Waschikowski. Jetzt können sie vielleicht kontern. Pasoe. Klasse Pass. Da müssen sie aufpassen. Und irgendwie hält er ihn. Das wird einen Eckball geben. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Jetzt der Eckball. Schlechte Hereingabe. Bleibt hängen. Karaman. Da kann er ihn stoppen. Nun Camacho.
Karaman. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt der Schuss. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Und Ecke. So, Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Steffen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Es gibt den Freistoß für den VfL. Die Wocko macht ihn. Und hier ist der Torwart sicher, er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Die Ecke kommt rein. Camacho. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Also anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. Die Ecke kommt. Drüber. Was für ein Kopfball. War das ein Ding? Schade. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Sebastian Mayer. Das könnte gefährlich werden. Und da verlieren sie den Ball. Kuba. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Schmiedebach. Pass auf die Außenbahn. Super dazwischen gegangen. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Guter Pass. Klasse gemacht. Jetzt die Flanke. Lange Flanke jetzt. Das muss ein Elfmeter sein. Der Elfer geht nicht ins Tor. Das ist Pech. Vielleicht hatte er zu viel Druck. Sehen wir hier nochmal, der Elfmeter war einfach nicht gut. Das kann er besser, viel besser. Vielleicht hat ihn auch der Torhüter irritiert. Jetzt wird es den Wechsel geben. Marvin Bakalos. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Und jetzt die Chance. Origi. Ein fantastischer Treffer. In Überzahl muss man manchmal Geduld beweisen. Genau, da lässt du am besten den Gegner laufen. Hier hat es geklappt und die Folge ist dieses schöne Tor. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Karaman.
Schussversuch. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Da ist die Szene vorbei. Da zieht er ab. Super gemacht vom Torwart. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Jetzt die Ecke. Da können sie erstmal klären. Basoe. Origi. Steffen. Ball kommt. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Das könnte die Chance werden. Jetzt gibt es hier nochmal Freistoß. Hat er keine Wahl, er muss rot geben. Klare Notbremse, richtige Entscheidung. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. Da kommt er raus und hält den Ball. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist vorbei. Sie verlieren dieses Spiel. Klassische Reporterfrage, woran lag's, Buschi? Ja, meiner Meinung nach haben sie einfach nicht genug investiert. Mir hat so ein bisschen der Wille gefehlt. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Ich bin total überzeugt, und das nicht nur wegen der beiden Treffer.